Ja, liebe Zuseher, ich bin im Moment in der Nähe der ältesten, noch im Betrieb befindlichen WC-Anlage der Stadt Wien. Aber wo bin ich wirklich? Mein nächster Hinweis, wir sehen hier Hesperia und Arethusa und eine römische Matrone am Weg zu meinem ersten Ziel, dem Obeliskenbrunnen. Und spätestens jetzt wissen es wohl alle, ich bin im Schlosspark Schönbrunn unterwegs. Der Obeliskenbrunnen ist aus der Laune heraus entstanden, dass man früher gerne angegeben hat, dass man besonders gebildet ist, besonders als Herrscherdynastie. Und so wurde hier ein ägyptischer Obelisk im Schlosspark Schönbrunn aufgestellt. Dass dieser Obelisk mit Ägyptisch so gut wie gar nichts zu tun hat, ist auch mittlerweile bekannt. Sogar die Hieroglyphen, die angeblichen am Obelisken, sind keine Hieroglyphen. Schön ist der Obeliskenbrunnen trotz allem und verfügt über sehr viele schöne Details. Über einige Stufen und durch den Wald geht's für mich weiter vorbei am Schönbrunner Bad. Denn auch das gibt's im Schlosspark Schönbrunn. Und so erreiche ich die kleine Gloriette. Die hat mit der großen so gar nichts zu tun. Im Gegenteil, man sagt nach, dass es eine Art Liebeslaube für die Kaiser war. Weiterhin geht's zur echten Gloriette. Gloriette bedeutet eigentlich Denkmal. Und unsere Gloriette im Schlosspark Schönbrunn ist ein wunderschönes Gebäude, verfügt über eine sehr gute Aussicht. Und diese Aussicht wollen wir jetzt nach der Ansicht einiger Details der Gloriette dann auch genießen. Hier noch der Teich vor der Gloriette und jetzt der Blick zum Schloss und zum großen Parterre. Im Vordergrund sehen wir hier den Schönbrunner Farn und hinter dem Schloss sieht man die Wiener Stadt. Und jetzt gibt es ein wunderschönes Panorama vom Schönbrunner Berg aus, so heißt nämlich der Hügel, auf dem die Gloriette errichtet wurde. Nach dem Bergabweg über den Schönbrunner Berg landen wir beim Neptunbrunnen, der dem römischen Meeresgott Neptun, griechisch hieß er Poseidon, geweiht ist und von einigen Tritonen und anderen Figuren umrankt wird. Sehr reizvoll sind auch die Springbrunnen, die im Bassin des Neptunbrunnens eingelassen sind. Und so mochte Kaiser Franz Josef vielleicht früher mal durch seinen Schlosspark gefahren sein und aus dieser Position diesen Ausblick genossen haben. Das große Parterre, das sich jetzt durch eine der schönen Laubenalleen verlasse und mich bald bei der römischen Ruine wiederfinde. Diese römische Ruine ist genauso wenig römisch wie der Obelisk ägyptisch ist. Sie ist einfach nur nachgebaut. Die Hauptfigurengruppe sehen wir hier, Donau und Enns. Und wenn wir über dem
Giebel der Ruine hier ganz oben genau schauen, sehen wir schon im Hintergrund diesen Herrn, Herkules. Er steht auch eigentlich am Schönbrunner Berg. Wir bleiben aber in der Ebene beim schönen Brunnen mit der Figur der Quellnymphe Egeria. Gegenüber dem Brunnenhaus steht Rhea Kybele, das war Aeneas Schutzpatronin. Und ganz in der Nähe befinden sich Engelbrunnen sowie die Statuen von Eurydike und Lucius Quinctius Cincinnatus. Weiter geht's zum östlichen Rund- oder Najadenbassin. Und wir sehen im Hintergrund hier bereits das Taubenhaus, das wir jetzt hier auch ganz aus der Nähe sehen. Da waren übrigens früher wirklich Tauben drinnen, heute auch noch fallweise. Kleine Griechisch- und Römisch-Geschichtsstunde gefällig? Im großen Parterre in Schönbrunn ist das möglich. Artemisia und Calliope begegnen wir hier zunächst, dann Alexander und Olympias und einem Familienmonument der Habsburger. Und bei den nächsten zwei Denkmälern sehen wir, was sich Touristen alles so einfallen lassen, um fantasievolle Erinnerungsfotos zu haben. Die Flucht aus Troja, Aeneas mit dem Greisen Anchises und einige weitere Figuren, so wie hier Jason mit dem goldenen Vlies. Die Namen der Helden und Göttinnen und so weiter sind hier alle eingeblendet. Hier mal Apoll mit Hygieia. Am rechten Bild sehen wir Paris mit dem berühmten Apfel, Hannibal, Gott Merkur, Aesculap, der Schutzpatron der Mediziner, Herkules und Perseus, zwei griechische Helden. Fabius Maximus Cunctator war der Zauderer. Der Raub der Helena. Janus, der doppelgesichtige Gott des Jahreswechsels. Mars und Minerva. Und wir sind schon beim westlichen Rundbassin angelangt, in dessen Hintergrund sich der Frühstückspavillon befindet. Ganz in der Nähe befinden sich die Statuen von Diana und Apollo. Und wir gehen weiter Richtung Schloss und kommen beim Fischbassin vorbei. Die Laubengänge des Schlossparkes Schönbrunn sind besonders schön. Im Kammergarten stehen ziemlich weit entfernt diese zwei, Meleager und Diana. Ich habe sie mal zusammenkommen lassen. Genießen wir nun die Uhren von Schönbrunn. Hier am Dach in Richtung Gloriette weisend und auf der Westseite. Vom Schloss genießt man diesen Blick Richtung Neptunbrunnen und Gloriette. Und so
macht sich dann ein Schwenk übers komplette große Parterre, vom Schloss aus gesehen von links bis rechts. Von der Seite des Wienflusses her kommt man zunächst in den Ehrenhof, wenn man zum Schloss möchte. Und da gibt's am Eingang zwei Mini-Obelisken mit Adlern obendrauf. Auf den Dächern verspielte Puttenfiguren. Und einen westlichen und östlichen Brunnen im Ehrenhof. Wer da drauf ist, könnt ihr wohl selber lesen. Außerhalb des Schlosses bewachen zwei Sphinxen. Und im westlichen Teil befinden sich noch das Palmenhaus sowie die Denkmäler von Franz Stephan von Lothringen und Josef II. Für Maximilian I. war im Park kein Platz, deswegen steht er am Platz. Und der Hofpavillon war ursprünglich gedacht als Stadtbahnstation für Kaiser Franz Josef höchstpersönlich. Das war's auch schon für heute.